Herzlich willkommen zu einem weiteren Webinar mit der Heidelberg Engineering Academy. Heute ist wieder Retina-Sprechstunde angesagt. Wir tanzen ein kleines bisschen aus der Reihe. Normalerweise kennen Sie uns am letzten Mittwoch im Monat. Heute also einmal mitten im Monat am 15.09. Wir sind heute zusammen mit Frau Dr. Privatdozentin Thiele aus der Universitätsklinik in Bonn. Frau Dr. Thiele kümmert sich, wie wir es erwarten können, in der Universitätsklinik Bonn hauptschwerpunktmäßig um die frühe AMD, die trockene AMD, hat vor 2 Jahren auf der Retinologischen Gesellschaft auch einen Nachwuchspreis genau zum Thema OCT, quantitative Analyse im OCT bei der frühen AMD erhalten und kommt gerade frisch aus der Netzhautsprechstunde. Ich darf Sie einmal schon begrüßen und mit dem Video zu mir rufen, sodass Sie auch alle ein Live-Bild von der Frau Dr. Thiele bekommen. Hallo Herr Befort, sehr geehrte Teilnehmer. Danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit Ihnen heute gemeinsame Fälle durchzugehen. Sehr verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, dass ich heute Ihnen mit, wie gesagt, einige Fälle durchgehen kann. Ich habe eine Reihe an Fällen dabei. Wir schauen, wie weit wir kommen, was ich Ihnen, wie viel ich Ihnen präsentiere. Und bitte nutzen Sie, wie Herr Befort schon sagte, die Chatfunktion, sodass wir gemeinsam interaktiv hier kommunizieren können. Ich denke davon, wie auch Herr Befort eben schon sagte, lebt dieses Webinar. Und da ist auch schon der Hayek. Ich fange direkt an mit Fall Nummer 1. Fall Nummer 1 liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich betreue hier in der Klinik bei uns nämlich auch natürliche Verlaufbeobachtungsstudien. Herr Befort hat es auch schon angesprochen, mein wissenschaftlicher und eben auch klinischer Schwerpunkt liegt im Bereich der frühen und intermediären AMD, eben der Krankheitscharakterisierung hinsichtlich Progression und Entwicklung von Krankheitsspätstadien. Und jetzt habe ich Ihnen eine Patientin mitgebracht, die bereits 2011 das erste Mal in unsere Klinik kam und hier eben zu einer Zweitmeinung kam. Sie war damals zum Zeitpunkt 2011 51 Jahre alt, kam eben zu uns und fragte, was wir geraten würden, was wir für eine Meinung haben. Und ich fange mal an, dass wir hier den OCT-Line-Scan öffnen. Dann schauen wir uns mal an, wie sich das Ganze präsentiert. Die Sehleistung war fantastisch, noch mit 06, 08, fantastisch dahingehend, dass sie eben schon bereits seit Jahren die Diagnose der altersabhängigen Makuladegeneration hatte, der sich, soweit sie auch uns berichtete, das ganz stabil gehalten. Und genau, dass wir da eben noch eine vernünftige Sehleistung hatten. Ophthalmologisch war sie ansonsten in der Vorgeschichte unauffällig. Sie hatte natürlich eine Lesebrille seit ungefähr dem 43. Lebensjahr, war ansonsten keine Vorerkrankung, auch keine systemische Vorerkrankung. Und Sie sehen jetzt hier von dieser Patientin den zentralen Line-Scan, der foveal durch die Stelle des schärfsten Sehens ist. Und der direkt imponiert hier im Zentralbereich eine große drusenoide Pigmentepithelabhebung, die ich gerade hier umfahre, assoziiert damit hier ein Spalt. Die Netzhautbanden gehen steil dann nach unten. Und letztlich war natürlich auch die Frage bei uns hoch, als wir diesen Spalt gesehen haben, Moment, das könnte doch Exudation bedeuten. Wir haben bei dieser Patientin, jetzt gehe ich mal weiter in der Bildgebung, auch eine invasive Fluoreszinangiografie gemacht, die ich Ihnen jetzt präsentieren möchte. Da natürlich das für uns immer auch, wenn wir Flüssigkeit sehen, ganz verdächtig erscheint. Die Angiografie öffnet gerade. Und ich denke, wahrscheinlich ist es bei Ihnen in Ihrem klinischen Alltag auch so, dass wenn Sie Verdacht auf eine Exudation haben, eben eine Fluoreszinangiografie ist, sicherlich ist der Stellenwert unterlaufender Therapie durch die OCT-Bildgebung nicht mehr so präsent, wie es vielleicht vor einigen Jahren mal war, aber es gehört, und so empfiehlt es auch unsere Fachgesellschaft noch, es gehört leitliniengemäß in der Tat zur Erstdiagnose eben auch bei Verdacht auf Exudation mit dazu. Und so haben wir es in diesem Fall auch gemacht. Wir sind jetzt hier bei einer relativ frühen Aufnahme, in der frühen Phase von 47 Sekunden. Und Sie sehen natürlich, der Farbstoff ist wunderbar in den Retinalen gefließen, aber hier schon in diesem, in einem Hintergrund ganz viele
fluoreszente Läsionen, ganz viele kleine, körnig fast. Wir gehen jetzt einmal die Angiografie durch und schauen, wie sich hier der Farbstoff verhält, ob wir eine Lekage eindeutig sehen, die uns eben auf eine choroidale oder auch makuläre Neovaskularisation, wie wir es aktuell ja in der neuen Terminologie, also MNV anstatt einer CNV, also MNV deuten. Und wir gehen jetzt mal hier die Angiografie bis zum Ende. Wir haben auch mal eine Weitwinkelaufnahme und einen schönen Überblick bekommen. Und wir sehen zwar hier im Bereich der zentralen Netzhaut, im Bereich der Makula, im Bereich der Fovea, ein gewisses Staining, aber eine richtige Lekage. Und wir sind jetzt hier bei 5,5 Minuten. Eine richtige Lekage, das heißt ein Farbstoffaustritt, sehen wir nicht. Ganz interessant, ich hatte Ihnen ja das UCT eben gezeigt. Es war ein subretinaler Spalt mit Flüssigkeit, aber eben keine Lekage in der Angiografie. Und deswegen haben wir diese Patientin auch, haben wir ihr auch keine Anti-VEGF-Therapie empfohlen, sondern sie kommt aus Darmstadt, ist sie in der Tat, und kommt ganz fleißig immer noch einmal im Jahr zu uns. Und bislang hat sie, das kann ich Ihnen schon mal vorab, obwohl wir hier noch bei der ersten, wie Sie denn vorab verraten, auch bislang keine weitere Behandlung bekommen. Da wir jetzt hier noch einmal die Fluoreszenangiografie offen haben, möchte ich noch mal kurz auf diesen körnigen Aspekt eingehen. Und dazu würde ich die Regie bitten, einmal meine PowerPoint zu starten, wo ich noch mal ein bisschen Zusatzinfomaterial und Bildgebung dieser Patientin habe. Da kann ich Ihnen dann noch etwas weiteres zu dieser Patientin berichten. Genau, hier sind wir jetzt bei der PowerPoint-Präsentation Fall 1. So war die Erstvorstellung der Patientin. Ich hatte Ihnen gerade schon die OCT-Schnittbilder dazu gezeigt. Wir sehen jetzt hier nochmal die Fundus-Bildgebung, die Fundus-Fotografie, ähnlich oder in Analogie zur Fluoreszenangiografie. Sehen Sie auch im Papenauge, das hatte ich Ihnen bislang noch nicht gezeigt, aber außerhalb des Fovea-Zentrums in der mittleren Peripherie und über den Gefäßarkaden in der Tat auch hinausgehen, körnige, gelbliche Veränderungen, die uns hier vom reinen, von der fundoskopischen, also in dieser Bildgebung angedeuteten Betrachtung an Drusen erinnern, im zentralen Bereich diese großen drusenoide Ablagerung, die wir eben als Pigmentepithelabhebung gedeutet haben. Und ich gehe nochmal gerade weiter mit meinen Folien. Das, was ich Ihnen angesprochen habe, was wir hier in der Angiografie eben sehen, das ist das sogenannte Stars in the Sky Phänomen. Ich finde es jedes Mal immer wieder ganz interessant, wenn ich das in der Angiografie sehe. Patienten aus dem AMD-Spektrum können diese sogenannten kutikulären Drusen aufweisen, die typischerweise außerhalb der Fovea präsentieren und, wie ich auch schon sagte, über die Gefäßarkaden hinausgehen. Häufig ist es so, dass sie sogar auch vitelliforme Abhebungen im zentralen Bereich und also vitelliforme Läsionen haben und ganz häufig eben auch ein bisschen jünger sind. Oder auch wenn sie zum Beispiel eine choroidale oder makuläre Neovaskulation entwickeln, dass sie das in einem jüngeren Alter aufweisen als Patienten, die eine rein jetzt, sage ich mal, klassische lehrbuchartige AMD haben. Ich habe hier nochmal ein beispielhaftes OCT-Bild von kutikulären Drusen Ihnen mitgebracht. Und Sie sehen, dass das kleine drusenartige Veränderungen sind, die auch, so nimmt man an, ähnlich wie bei retikulären Drusen, oberhalb des retinalen Pigmentepithels zum Vorschein kommen und so ein sägezahnartiges Muster oder Seesaw, also so ein sägezahnartiges Muster uns in der OCT-Bildgebung präsentieren. Also das jetzt als Nebenbefund zu dieser Patientin. Ich finde es, wie gesagt, immer wieder sehr schön. Und ich möchte nur einmal auf den Verlauf der Patientin eingehen. Das ist nicht unsere Patientin, die ich Ihnen jetzt zeige. Aber Sie stimmen mir vielleicht zu, das ist jetzt ein anderer Patient aus der Beobachtungsstudie, von der ich gesprochen habe. Dieser Patient hat ebenfalls eine große zentrale Pigment, also PID abgekürzt, Abhebung. Und das ist jetzt in einem jährlichen Verlauf, wo Sie im Multimodal mit der Fundusbildfotografie, Autofluoreszenzbildgebung, Infrarotbildgebung und eben bekannten OCT-Bildgebungen sehen, was eigentlich dem typischen Verlauf einer Pigmentepithelabhebung entspricht, zumindest so wie wir es erwarten würden, und zwar, dass diese Pigmentepithelabhebung in eine Atrophie, also kollabiert oder eine manifeste Atrophie übergeht. Das ist jetzt der Verlauf unserer Patientin. Und Sie sehen, Patientin hier 2011 war bei uns und über die Jahre blieb es ganz stabil, wurde sogar teilweise größer und dass die Pigmentepithelabhebung kollabiert und die äußere Netzhaut bleibt intakt. Vielleicht an dieser Stelle gehen wir noch einmal zurück in den Hayek, bitte, dass wir uns das noch einmal genau angucken. Und nach
Die Patientin ist jetzt in der Tat, sie war zuletzt August bei uns und jetzt fast über 5 Jahre ist diese Pigmentepithelabhebung kollabiert. Die äußere Netzhaut, kann ich Ihnen verraten, ist weiterhin ganz stabil und sie hat eine fantastische Leseleistung mittlerweile von 0,8, wurde zwischenzeitlich auch noch am grauen Star operiert, dass das beeindruckend ist. Ein ähnliches Bild zeige ich Ihnen jetzt aufgrund des leider nur begrenzten Zeitrahmens heute nicht. Zeigt sich uns am Partnerauge, dass ich aber stellvertretend jetzt hier am linken Auge bleibe und Ihnen das zeige. Wie gesagt, die Drusenabhebung, Pigmentepithelia-Abhebung wird ein bisschen größer, der subkutane Spalt bleibt da. Wir haben zwischenzeitlich auch in weiteren Verlaufskontrollen in der Tat auch noch eine Farbstoffuntersuchung wiederholt, um wirklich auch sicher zu sein, dass da nicht doch eine Membran drunter steckt. Tat es aber nicht, wir hatten das weiter beobachtet. Und Sie sehen eben, wie die Netzhaut sich hier zentral verändert und es sogar größer wird, diese Ansammlung. Es war mal eine Diskussion, ich hatte diesen Fall auch schon mal bei anderen Kollegen gezeigt, da kam mal die Frage auf, ob die Patientin einen Lipidsenker nimmt, ob sie irgendwie eine Hypercholesterämie systemisch hat oder sonstige kardiovaskuläre Risikofaktoren. Das hat sie in der Tat nicht. Sie nimmt keine systemische Medikation. Es gab ja mal die Diskussion, ob Statine eben beitragen, auch dass die Fettablagerungen letztlich, diese drusinoiden Fettablagerungen unter der Netzhaut entfernen könnten, aber unsere Patientin hat hier nichts gezeigt und wir sehen noch einmal vielleicht hier, ich gehe nochmal zurück in die Großansicht, wie sich die Netzhaut darstellt, obwohl diese große Abhebung zurückgegangen ist. Das ist ganz phänomenal. Die Patientin hat, wie gesagt, jetzt über mehrere Jahre eine sehr stabile Sehleistung von 80%, auch das Partnerauge sieht ähnlich aus. Und ja, es ist immer für mich wieder ein Vergnügen, diese Patientin bei uns in der Klinik zu sehen, weil das ist in der Tat etwas, Sie wissen, hat einen großen Schwerpunkt der Atrophieentwicklung und des Atrophiewachstums, was die wissenschaftlichen Projekte hier angeht. Aber das war in der Tat auch von vielen meiner Vorgesetzten, Oberärzte und dem Chefarzt so nicht zu erwarten. Das ist ein ganz beeindruckendes Beispiel. Ja, dann käme ich aktuell zum Ende mit diesem Fall und frage in die Runde, ob Sie das allgemeine Fragen gibt. Herr Befort. Auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Mich würde interessieren, bei dem initialen Befund sehen wir neben dieser großen Pigmentepithelabhebung den Flüssigkeitsraum. Und ja. Sie haben sehr schön nachgewiesen, dass es sich da nicht um eine Neovaskularisation handelt. Woher kommt es dann? Ist es rein Traktion, die dort nur einen Hohlraum bildet? Ist es tatsächlich Flüssigkeit? Kann man das sagen? Ja. Also in der Tat ist es so, ich habe noch einen anderen Fall, weil das ist in der Tat gerade auch in unserem wissenschaftlichen Projekt ein Riesenthema. Also ich denke, wir lernen derzeit sehr, sehr viel hinzu, gerade auch was die Beurteilung subretinaler Flüssigkeit im Rahmen einer altersabhängigen Makuladegeneration angeht. Stichwort, es gibt ja 2020 ist eine neue Leitlinie unserer Fachgesellschaft rausgekommen, wo die subretinale Flüssigkeit ausschließlich nur noch als Aktivitätskriterium gedeutet wurde, wenn sie in einer Verlaufsuntersuchung zunimmt, wenn sie stabil bleibt, sind wir in der Tat so, wir tolerieren das, beobachten natürlich weiter, deutet es aber nicht als Aktivitätskriterium. Und ebenfalls ist es auf der anderen Seite, dass wir auch gelernt haben, dass Veränderungen eben auch im Rahmen einer nicht exudativen die auftreten können, die mit einer subretinalen Flüssigkeitsansammlung einhergehen. Nehmen Sie es mir nicht übel, Herr Befort, ich würde die Frage noch mal gerne ein bisschen zurückstellen, weil ich gleich noch mal bei einem anderen Fall auch noch mal zusätzliche Folien habe, wie ich noch mal ein bisschen ausschweife, da das eben in der Tat gerade etwas ist, wo wir viel hinzulernen und sich häufig eben die Frage stellen, behandeln oder nicht behandeln. Und das gucken wir uns, glaube ich, nachher einmal gemeinsam an, wenn Sie nichts dagegen haben. Vielleicht gestatten Sie noch eine zweite Frage. Ja, gerne. Hätte man schon beim initialen Befund sehen können, dass diese große Pigmentepithelabhebung sich vielleicht resorbiert? Oder vielleicht noch ganz anders die Frage, Ich kenne es eher, dass es dort zu einer atrophen äußeren Netzhaut kommt. Und hätte nicht erwartet, dass die äußere Netzhaut so intakt bleibt. Genau. Wie erklären Sie sich das? Oder ist das leider, ich habe gar keine Erklärung. Also ich würde es gerne Ihnen was sagen. Ich habe keine Erklärung. Wir haben uns auch innerhalb mal angeschaut, nachher, als wir die OCT-Angiografie zur Verfügung hatten, ob möglicherweise verdeckt irgendwo ein zusätzliches choroidales Gefäßnetz
unter dem retinalen Pigmentepithel vorhanden ist, was das retinale Pigmentepithel ernährt, mit Sauerstoff, mit Nährstoffen versorgt. Das ist nicht der Fall gewesen. Es ist für uns ein großes Rätsel, also ein positives großes Rätsel, was ja fantastischerweise im Sinne der Patientin natürlich sich bislang toi 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 so stabil gehalten hat. Es war im keinsten Fall zu erwarten. Ich hatte ja dieses andere Beispiel gezeigt, den Verlauf, den wir erwarten würden, diese großen Pigmentepithelabhebungen, die meistens sich im Fovea-Bereich manifestieren, die dann doch irgendwann im Laufe des Krankheitsgeschehens in eine Atrophie übergehen und dann sehr schnell, sehr plötzlich zugrunde gehen und sie sich eben eine manifeste Atrophie der äußeren Netzhaut manifestiert. Hier ist es nicht so und es ist über Jahre schon stabil geblieben. Also phänomenal. Ich habe leider keine Erklärung dafür. Ja, aber sehr erfreulich für die Patientin. Ich habe jetzt tatsächlich auch zwei Fragen von unseren Teilnehmern bekommen. Die erste lautet, wie interpretieren Sie die intraretinalen Hotspots? Ich denke, das ist hier auf das OCT-Bild bezogen, was wir gerade geöffnet haben. Richtig. Das ist in der Tat etwas, was ganz, ganz auch gerade im Rahmen der intermediären Armen, die ganz interessant ist. Wir sagen zu diesen Veränderungen, das sind sogenannte im Englischen hyperreflective, also hyperreflektive Foci, Foci. Und zwar nehmen wir an, dass dieses ein Zeichen vom aktivierten retinalen Pigmentepithel darstellt. Also wir gehen, es gibt klinisch histopathologische Korrelationen. Frau Professor Kirschi aus Alabama, aus den Vereinigten Staaten, hat hier ganz, ganz fantastische Arbeit korreliert. OCT-Schnittbilder, die nach dem Versterben eines Patienten gewonnen werden konnten, zu histologischen Schnitten. Und wir gehen aktuell davon aus, dass dieses Zellen sind, entweder reine retinale Pigmentepithelzellen oder Immunzellen, das heißt Makrophagen, die Pigment aufnehmen und dadurch die hyperreflektiven Eigenschaften kommen und eben als Ausdruck von RPE-Aktivierung, sagen wir, also das von zunehmenden Degenerations- und Umbauprozessen, die nach oben in die inneren Netzhautschichten versprenkeln. Und das ist etwas, was wir eigentlich oberhalb von großen Drusen erwarten. Unsere Patientin hatte das eben auch bereits bei Erstvorstellung oberhalb der großen Pigmentepithelabhebung. Ich denke, das ist jetzt hier, jetzt in dieser Aufnahme, die Sie sehen, ist es noch ein Residuum. Ja, ein Residuum sind letztlich noch Fragmente des Pigmentepithels, die in den inneren Netzhautschichten machen, aber die Patienten auch soweit nicht stören. Also es ist jetzt nicht, dass sie dadurch gestört ist. Aber es gibt viele Beobachtungsstudien, die eben gesehen haben, dass wenn diese auftreten, es ist ein Risikofaktor. Man weiß, dieser Patient hat ein ganz hohes Risiko zeitnah, entweder dass die Druse zugrunde geht, dass sich hier eine Atrophie entwickelt oder eben sogar sich auch eben eine Exudation im Sinne einer Neovaskularisation entwickelt. Also es ist ein High-Risk-Faktor in der Intermediate AMD, im Stadium der intermediären AMD. Ja. Über die zweite Frage bin ich auch sehr glücklich, denn gerade in letzter Zeit kommt es doch gehäuft zu verschiedenen Drusentypen und ihren Merkmalen. Können Sie ganz kurz unterscheiden, retikuläre und kutikuläre Drusen? Ganz schwierig, ja. Also ja, es ist klinisch ganz schwierig zu unterscheiden. Beide, ich hatte angesprochen, befinden sich oberhalb des retinalen Pigmentepithels, zumindest nehmen wir das derzeit an. Kutikuläre Drusen, ich bin jetzt aus Zeitgründen noch nicht ganz so tief auf meine Folien eingestiegen, werden vermutet in Assoziation auch mit anderen membranoproliferativen Erkrankungen. Es gibt da im Bereich der Niere eine glomerulo-proliferative Erkrankung, die vom genetischen Background her eine ähnliche Ausprägung zeigen und dass Patienten häufig, und zumindest wir fragen das ab, wenn es in so einem Formenkreis, in so einem ausgeprägten Maß, wie auch bei dieser Patientin auftritt, fragen wir das ab. Gesagt, kutikuläre Drusen können eher im jüngeren Alter bei Patienten mit AMD zu einer Atrophie oder auch zu einer Neovaskularisation führen, haben häufig im zentralen Bereich eine vitelliforme Läsion. Und letztlich, es ist immer auch noch nicht abschließend geklärt, aber gehen wir davon aus, dass die Zusammensetzungen dieser Drusen doch anders sind als das, was retikuläre Drusen ausweisen. Retikuläre Drusen sind Veränderungen, die auch bei anderen Erkrankungen auftreten können. Morbus Forssmann, also genetisch veranlagte hereditäre Erkrankungen, beispielsweise auch bei PXE, Pseudoxanthoma elasticum, können retikuläre Drusen aufweisen, häufig auch immer im Bereich
oder im Extrafovea-Bereich, dass sie oberhalb der Fovea neu entstehen und wie so ein Bogen um die Fovea herum nach unten sich in ihrer Menge ausdehnen und in der Fläche oder zunehmend mehr Fläche der Netzhaut einnehmen und sind auch als Risikofaktor für eine beschleunigte Erkrankungsprogression, auch für eine beschleunigte Wachstum einer geografischen Atrophie assoziiert. Und in der Tat ist es so, dass derzeit einige Forschungsgruppen weltweit an retikulären Drüsen interessiert sind, weil sie ganz charakteristische oder ganz interessante Merkmale aufweisen, eben dass sie den Erkrankungsverlauf beschleunigen und eben auch als High-Risk-Faktor auftreten. Und ganz viel wissenschaftliche Anstrengungen sind gerade dabei, retikuläre Drüsen genauer zu charakterisieren. Das sollte die Frage ausführlich beantwortet haben. Super. Ich schlage vor, wir machen mit dem nächsten Fallbeispiel weiter. Genau, dann schließe ich hier gerade einmal die Aufnahmen. Dauert ein wenig. Es braucht ein wenig, um die Fälle zu laden. Das ist eine Patientin, die 74-jährig zu uns kam 2012. Sie sehen es am Datum erstmalig. Und die Patientin, ja, stellte sich bei uns vor, eben denke ich auch mit Sinne, ich war noch nicht an der Klinik zu diesem Zeitpunkt, aber laut Akte stellte sie sich vor, dass wir mit der Frage, ob wir irgendeine Studie hatten, sie war studieninteressiert und wollte eben auch gerne mehr über ihre Erkrankung lernen. Zu dem Zeitpunkt kam sie nicht für eine Studie in Frage. Und jetzt schauen wir uns einmal die Schnittbildgebung an, was wir hier zu sehen bekommen. Die Sehleistung war bei dieser Patientin auch sehr gut. Die Nachbarin hat eine Sehleistung von 80%. Genau. Sie sehen jetzt hier bei der Patientin auch nochmal große Drusen, hier also die Erhabenheiten des retinalen Pigmentepithels. Bitte lassen Sie sich nicht irritieren, wenn das jetzt hier schwarz dargestellt ist. Das kann man in den Einstellungen, ich gucke mal gerade, ob ich das für Sie machen kann, kann man hier in den Einstellungen sehr gut verändern. Das ist einfach nur eine andere Darstellung, dass wir nicht von schwarz auf weiß gucken, sondern weiß auf schwarz. Man kann es aber auch so lassen. Dann kann man hier in den Einstellungen einmal ändern. Ich bin es meistens gewohnt, dass wir hier eben weiß auf schwarz gucken. Und wir sehen, dass sie eben große Drüsen hat, konfluierende Drüsen. Und ich denke, Sie stimmen mir zu, dass das Veränderungen sind, die wir als intermediäres Stadium einordnen. Keine Exudation, kein Verlust von der äußeren Netzhaut. Und gucken wir uns einmal an, wie die Patientin sich weiterentwickelt hat. Ich komme hier nachher auf ein interessantes Phänomen auch zu sprechen. Und Patientin kann man erstmal in ungefähr einjährlichen Abständen zu uns. Hat sich gut wie zu erwarten. Die Drüsen verändern sich in Morphologie, sie wachsen, Drüsen haben ja ein dynamisches Verhalten, sie können auch zugrunde gehen, sie können konfluieren. Und fängt hier an, wenn Sie sehen, es erinnert uns ein bisschen an die Präsentation des vorherigen Falls. Wenn Sie sehen, dass die äußere Netzhaut sich hier wieder an die Drüsen anschmiegt. Das war zum ersten Mal in der Tat hier, dass wir hier auch einen kleinen subretinalen Spalt sehen. Und es war ein ganz aufmerksamer Assistenzarzt, der das damals gesehen hat und die Patientin direkt zu einer Farbstoffuntersuchung geschickt hat. Die möchte ich Ihnen jetzt einmal präsentieren. Hier schließe ich die Schichtaufnahme. Dann schauen wir uns einmal die Farbstoffuntersuchung an. Jetzt hoffe ich, dass ich das Richtige auswähle. Aber das ist bei Ihnen in Ihrer klinischen Praxis, dass diese Aufnahmen in der Regel schneller vonstatten gehen. Bei uns geht das immer schneller als jetzt hier, weil wir remote sozusagen arbeiten, etwas Verzögerung. Ich hoffe trotzdem, dass Sie gut folgen können. Ja, also Patientin hatte selbst zu dem Zeitpunkt, so war laut Akte vermerkt, gewisserweise einen stabilen Seheindruck, aber wir wissen Morphologie vor Funktion. Also wir haben ja die Möglichkeit, mit der Schichtbildgebung ganz fantastisch hochauflösende Bilder zu generieren, sehr feine Schnitte, auch die nebeneinander aliniert sind, zu erstellen, dass wir wirklich manchmal in der Lage sind, Veränderungen zu erkennen, die die Patienten noch gar nicht merken. Und dann ist es umso wichtiger, gerade bei der AMW-Studie haben wir gezeigt, das Outcome nach zwei Jahren ist besser, was die funktionelle Erholung und den Visus angeht, wenn wir möglichst früh detektieren. Oder früh detektieren, das heißt, früher
Detektion betreiben, natürlich auch Patienten alarmieren, dass wenn sie einäugig ihren Amsler-Test zu Hause durchführen, direkt kommen sollen, und dass wir auch möglichst früh dann therapieren. Und jetzt gucken wir uns einmal die Farbstoffuntersuchung an. Wir haben jetzt hier eine Aufnahme von 16 Sekunden und wir gehen jetzt einmal durch bis ans Ende und schauen, was sich hier verändert. Na, der Farbstoff flutet an, die Aufnahmen werden gemacht. Und wir würden erwarten, wenn wir eine Membran haben, eine Neovaskulisation, die zu einer aktiven Exudation führt, dass wir eben einen Farbaustritt haben. Wir haben jetzt hier eine Spätphase von 4,5 Minuten. Und hier sehen wir ehrlich gesagt keine Leckage. Also auch diese Patientin hat uns einen subretinalen Spalt gezeigt, aber eben keine Leckage. Das ist für uns ganz interessant zu dem Zeitpunkt gewesen, dass wir sie weiter beobachtet haben. Und dann schauen wir uns mal an, wie es bei der Patientin sich weiterentwickelt hat. Hatten sie dann nach 3 Monaten auch nochmal einbestellt. Sie über Selbsttestung informiert, über die Notwendigkeit der Selbsttestung. Das hat sie auch ganz brav gemacht. Zumal das hatte ich Ihnen unterschlagen, sie am Partnerauge eben auch schon ein exudatives Spätschatten hat. Das heißt, sie hat ein höheres Risiko in diesem Auge ebenfalls eine Membran zu entwickeln, die eben Exudation zeigt. Jetzt gucken wir uns noch mal weiter an. Das war die erste Verlaufskontrolle. Weiterhin hier diskret nun auch zwischen zwei großen Drusen auch noch hyperreflektives Material. Was zeichnete sich ein subretinaler Spalt auf? Jetzt gehen wir noch mal eine Aufnahme weiter. Und da kam die Patientin zu uns und dann verändert hat dann doch etwas Aufruhr, als wir uns dann dieses Bild hier angeguckt haben, wie Sie jetzt hier sehen, hat sich auf einmal ein kleiner intraretinaler Hohlraum gezeigt. Und da waren wir doch etwas irritiert. Es wurde nochmal eine Farbstoffuntersuchung gemacht zu dem Zeitpunkt, ob nicht irgendwas übersehen wurde, ob sich nicht zwischenzeitlich dann doch noch eine Membran so gebildet hat, dass sie jetzt auch zu einer intraretinalen Exudation führte. Ich kann Ihnen vorwegnehmen, hat es nicht. Auch hier konnten wir weiterhin keine Membran darstellen, aber trotzdem hat ja diese Patientin einen intraretinalen Hohlraum und ich möchte Ihnen das ein bisschen auflösen aus Zeitgründen, weil ich noch viele interessante Beispiele habe, was wir dann gemacht haben. Wir hatten sie einerseits nochmal etwas mit einem etwas dichteren, auch Volumenscan natürlich, geimaged, sie in unsere Fotoabteilung geschickt und als wir da auch noch nicht so ganz herausgefunden hatten, was es war, aber ein Verdacht naheliegt, gehe ich direkt darauf, was wir dann gemacht haben. Es lohnt sich manchmal, Patienten in der Tat nochmal zu den Fotografen zu schicken oder zum Assistenzpersonal, je nachdem, wer bei Ihnen in den Aufnahmen, die in der Klinik, in der Praxis, in der Sprechstunde die Aufnahmen macht. Denn man kann doch, wenn man so ein bisschen was am Imaging-Protokoll verändert, nochmal auch zusätzliche Informationen erhalten. Schauen wir mal, was ich Ihnen hier präsentieren kann. Vielleicht gehe ich einfach hier auf diesen Scan. Ich bin mir sicher, dass ich das Ihnen hier zeigen kann. Vielleicht in die Runde, ob Sie alle gewohnt sind, hier bei einigen Patienten, wenn auch Veränderungen im zentralen Bereich sind, die intraretinale Hohlräume darstellen, ob Sie da auch mal dann hin und wieder auch radiäre Sternscans, was ich Ihnen eigentlich jetzt zeigen wollte, präsent, ob Sie diese anführen. Eigentlich wollte ich Ihnen jetzt hier einen radiären Sternscan präsentieren. Leider klappt das hier nicht. Ich finde ihn jetzt nicht so auf die Schnelle. Auf jeden Fall bei dieser Patientin lag ein Makula-Schichtvorrahmen vor. Hier haben wir ihn jetzt zumindest einen. Gucken wir uns das einmal an. Und das ist dann doch in der Tat letztlich erklärend, warum in einem Scan ein intraretinaler Hohlraum zu sehen ist. Und manchmal ist es einfach, wenn die nicht eng genug beieinander sind und eben die Auflösung auch nicht hoch genug ist. Es hat sich gezeigt, wenn Sie Verdacht haben auf einen Makula-Schichtvorrahmen, machen Sie einen Sternscan, so können Sie eben demonstrieren oder nachweisen, ob hier ein Makula-Schichtvorrahmen ist. Hier auch nochmal jetzt ein Hohlraum. Jetzt gehen wir das einmal durch. Und gucken, dass wir hier den Beweis haben in einem Schnitt.
Ne, Paraphobia hier oberhalb der großen Drüsen. Das hätte wunderbar, wenn das in der Tat auch bedingt sein können durch eine Exudation. Die Drüsen sind auch an Größe größer geworden. Jetzt in diesem Schnitt sehen Sie es hier, ist bei dieser Patientin, hat sich ein Makularschichtvorrahmen entwickelt. Und auch hier nochmal zu sehen, es ist ein großer subretinaler Spalter. Wie gesagt, Angiografien wurden immer auch nochmal wiederholt. Die Patientin hat keine Membran, aber ich finde es ganz interessant, dass diese Patientin sich einerseits, dass wir vor allem auch einen longitudinalen Verlauf haben und zusehen können oder zusehen, wie sich Drüsen verändern, wie die äußeren Netzhaut sich verändert und manchmal es einfach nicht schafft, sich zwischen Drüsen ein, wieder flach oder ans retinale Pigmentepithel anzulegen und dadurch eben ein Spalt entsteht, den man sehr schnell exudationsbedingt möglicherweise eben auch fehldeuten kann. Also wichtig ist, dass man einmal sicher geht, eine Farbstoffuntersuchung macht. Wir haben hier in der Klinik eben auch die Option, eine OCT-Angiografie zu machen, was man manchmal auch in fraglichen Sachen, wo man nicht ganz sicher ist, möchte man dem Patienten jetzt eine invasive Untersuchung zumuten, das machen kann und eben gucken kann, ob da eine Membran ist. Bei dieser Patientin zusätzlich auch noch initial den Verdacht auf einen interretinalen Hohlraum, möglicherweise auch durch Exudation bedingt, hatte sie nicht. Ich denke, das ist ein ganz interessantes Beispiel von dieser Patientin, was man bedenken muss, wenn eben sich ein Hohlraum intraretinal oder subretinal eben darstellt. Bin ich mit meiner Präsentation von diesem Fall am Ende und frage in die Runde, ob Sie Fragen haben. Bisher ist keine Frage eingetroffen, aber wiederum ein interessanter Fall, der uns zeigt, wie wichtig doch die Fluoreszenzangiografie ist. Auf jeden Fall. Gerade der Sternscan hätte vielleicht noch ein kleines bisschen dichter sein können. Ja. Da hätte man das Makularschichtprogramm vielleicht doch noch einen Tick besser drauf bekommen. Hier hat man es gerade am Rand. Also da hat man sicherlich alle Möglichkeiten. Nutzen Sie die Optionen, die Sie haben. Spektrales bietet uns eine HX, bietet uns fantastische Möglichkeiten, da relativ komplikationslos und schnell und einfach da Modifikationen der Aufnahme durchzuführen und eben uns zusätzliche Informationen zu holen. Und manchmal muss man eben genauer hingucken. Es lohnt sich, den Patienten nochmal vors Gerät zu setzen. Ich denke, das ist so die Quintessenz dieses Fallbeispiels. Wenn keine Fragen sind, würde ich direkt zum nächsten Patienten übergehen, der sich ein bisschen an unsere Patientin hier anschließt. Herr Befurt, geben Sie mir, ja, genau, gehe ich direkt weiter. Hätten Sie noch dieses Schnittbild der Patientin, die wir gerade uns angeguckt haben, im Kopf, interretinale Hohlräume im fovealen Bereich, kann einerseits durch ein Makularschichtvorraum, wie wir es hier gesehen haben, bedingt sein, kann aber auch aufgrund anderer Pathologien vonstatten gehen. Es sollte immer, hatten wir auch gerade gesprochen, eine invasive Farbstoffuntersuchung durchgeführt werden zum Ausschluss von therapiebedürftigen Läsionen. Manchmal gibt es aber eben auch Läsionen, die sich ähnlich präsentieren, wo wir auch im Bereich der Fovea eine Informationszugewinn und eben auch eine Diagnosestellung durch die Farbstoffuntersuchung gewinnen. Ich würde Ihnen jetzt einmal aber einen jungen Herrn präsentieren. Jung, Jahrgang 80 geboren, der jetzt Anfang vergangenen letzten Jahres zu uns kam. Und auch zur Zweitmeinung oder zur Mitbeurteilung von einem niedergelassenen Augenarzt kam. Er sagte, er hat jetzt bemerkt, dass er vor allem beim Lesen, er sei viel am Lesen, würde PC-Arbeit machen, dass er hier zunehmend schlechter sieht. Und Sie sehen bereits hier in der Bildgebung, in der Infrarot- und Fassbildgebung eine Signalveränderung im zentralen Bereich um die Fovea herum. Gucken wir uns einmal hier auch jetzt den Volumenscan an. Schauen wir mal, wie das die OCT-Bildgebung uns hier Veränderungen aufweist. Es ist zugegeben nicht ein ganz typisches Lehrbuchbeispiel, aber dafür bräuchten wir dieses Webinar auch nicht. Und wenn Sie nochmal daran denken, was ich Ihnen eben für eine Patientin gezeigt habe, ich hatte da eben bei den intraretinalen Hohlräumen auf eine andere Erkrankung verwiesen. Und wenn Sie zusätzlich sich jetzt nochmal anschauen, die Information, dass es ein jüngerer Patient ist, der noch im erwerbsfähigen Alter steht, und jetzt hier diesen Scan uns einmal, na, da war ich zu schnell, uns einmal anschauen, sehen wir einerseits, dass die äußere Netzhaut, das heißt die hyperreflektiven Banden, die letztlich Kompartimente der lichtsensiblen Photorezeptoren darstellen, und dass wir hier mottenfraßartig im Bereich der Netzhaut zystoide Läsionen haben und dass dieser Patient das auch noch beidseits hat.
liegt die Verdachtsdiagnose der makulären Telangiektasien Typ 2 nahe. Ich zeige Ihnen einmal oder öffne parallel noch einmal zusätzlich die Farbstoffuntersuchung. Typischerweise haben wir hier eben diese mottenfraßartigen intraretinalen Hohlräume eher auf der temporalen Seite der Fovea mit auch einer temporalen Abflachung der Netzhaut aus der fovealen Einsenkung heraus. Hier war es jetzt eben intraretinal und man musste schon sehr genau zugegeben hingucken, um Veränderungen zu sehen. Sie haben aber Veränderungen in der Infrarotbildgebung wahrnehmen können, die dann in der Tat sich auch zu Veränderungen, strukturellen Veränderungen der äußeren Netzhaut im Bereich vor allem der ellipsoiden Zone, das ist die zweite hyperreflektive Zone oder Bande in der OCT, wiedergespiegelt haben. Wissenschaftlich beschäftige ich mich ganz viel mit dieser Zone. Ich finde es ganz interessant. Wir gehen oder histologische Studien legen nahe, dass das Signal dieser Membran durch die Mitochondrien, also durch die Kraftwerke, Sie erinnern sich vielleicht noch an Physiologie, Mitochondrien sind die Kraftwerke der jeglicher Zellen, da wird Energie gewonnen. Und man nimmt eben an, dass die Ellipsoidzone das Reflektivitätssignal der Mitochondrien widerspiegelt. Und auch bei MAGTEL, bei dieser Erkrankung, ist es so, dass es in fortgeschrittenen Erkrankungsstadien zu einem progressiven Verlust der EZ, der ellipsoiden Zone, kommt. Und bei diesen Patienten haben wir eben erste Auflockerungen gesehen. Schauen wir uns noch einmal die Angiografie an. Das ist bei uns, wir machen das bei Verdacht auch, Verdacht auf MAGTEL immer bei Erstdiagnose oder Erstvorstellung mit. Es dient zur Diagnosestellung und Sicherung auch. Und wir würden hier erwarten, dass im Spätstadium oder in der Spätphase bei dieser Erkrankung wir eine temporal betonte, also da, wo wir eigentlich die Telangiektasien auf vermuten, eine diffuse Lekage auf diesen Gefäßerweiterungen auftreten. Hier sind wir jetzt noch in der Frühphase bei 28 Sekunden. Und Sie sehen schon hier temporal betont, es gibt ganz leichte, wie Sie es auch von der diabetischen Retinopathie sicherlich kennen, ganz leichte Gefäßalterationen um die Fovea herum, aber eben mit temporaler Betonung. Dann nochmal in größerer Auflösung, Gefäßaussackungen letztlich, Gefäßerweiterung, fokale Erweiterung sind Telangiektasien. Und gleich tritt auch etwas diffuse Lekage aus diesen Stellen aus. Also bei dieser Patient hat eben MAGTEL. Und wie gesagt, es ist eine bilaterale Erkrankung, muss aber nicht immer symmetrisch auftreten, kann auch asymmetrisch auftreten. Und sind vornehmlich jüngere Menschen. Ich hatte heute noch eine Patientin, die war bereits 54 ist sie, also es kann aber auch schon um das 40., 45. Lebensjahr auftreten. Patienten sind eben noch im erwerbsfähigen Alter und berichten typischerweise über Leseprobleme, Probleme eben bei PC-Arbeit, dass sie merken, hoch, es funktioniert nicht mehr. Eine Therapie haben wir aktuell nicht. Viele Studien laufen eben auch zum Erkenntnisgewinn, dass man mehr über diese Erkrankung kennenlernt. Weiß, es gibt eine Phase 3-Studie, wo ein neurotropher Wachstumsfaktor implantiert wird, über ein Depot implantiert wird, was eher in fortgeschrittenen Stadien in Frage kommt, wo eben sich angeschaut wird, ob der progressive, progrediente Verlust der ellipsoiden Zone hierunter schneller vonstatten geht von diesem neurotrophen Faktor. Es ist eine spannende Erkrankung. Es passiert derzeit sehr viel, eben die erste Interventionsstudie für diese Erkrankung. Und ich denke, es lohnt sich immer genauer hinzugucken. Früher nochmal vom Partnerauge nochmal die Lekage in der Spätphase zu zeigen, eben temporale Betonung. Genau. Herr Beford, sind schon erste Fragen zu diesem Fall vorhanden? Nein, bisher nicht. Wir ermutigen weiterhin, Fragen zu stellen. Aber natürlich keine Fallserie aus Bonn ohne MAGTEL. Ja, in der Tat. Ne? Also hier sieht man es in der Tat nochmal ganz betont, die Diffuslekage. Also bei intraretinalen Hohlräumen lohnt es sich, auch eine Angiografie zu machen, vor allem eine Spätphase, die wir eigentlich auch immer mit 10 Minuten in der Tat nochmal bemessen. Wir haben jetzt noch 5 Minuten zum Aufschluss makular Schichtvorrahmen und eben auch exudative Aktivität. Wir hatten eben, wenn keine Fragen sind, würde ich vielleicht auch aus Zeitgründen direkt nochmal zum nächsten Fall übergehen. Wir hatten eben darüber gesprochen, dass
wir zunehmend jetzt auch Veränderungen oder die subretinale Flüssigkeit etwas genauer wir uns anschauen, dass das im Rahmen der AMD ganz neu bewertet wird. Wir haben hier einen Patienten, der 2015 eben das erste Mal zu uns kam, hatte bereits außer Haus mehrfach intravitreale Anti-VEGF-Therapie bekommen, hatte aber darunter eigentlich keine wirkliche Veränderung bemerkt. Wieso ist stabil geblieben, war so bei 0,5, 0,6. Und der Augenarzt schickte uns eben nochmal zur Zweitmeinung, Frage, Therapie fortführen, Therapie-Switch. Gucken wir uns einmal die Schichtaufnahme dieses Patienten an. Zu dem Zeitpunkt war er bereits 60 Jahre alt. Und wir sehen eine große drusenoide Pigmentepithelabhebung, die bereits hier im zentralen Bereich, können auch zwei große sein, die konfiguriert sind, aber auch hier zentral schon zusammenschrumpft. Und wir sehen hier wieder oberhalb dieser Drüse subretinale Flüssigkeit, hyperreflektives Material, kleine Drusen angrenzen. Also der Patient hat natürlich eine AMD. Als Zeichen der Chronizität, also dass der Patient nicht seit gestern erst diese Veränderung hat, sondern sicherlich schon über Jahre, sehen wir hier, dass die Banden der äußeren Photorezeptorsegmente schon länglich in den subretinalen Spalt hinein wachsen. Also es ist ein Zeichen von Chronizität. Und wir haben auch bei diesem Patienten natürlich wohl wissend mit der Information, er hat subretinale Flüssigkeit oberhalb einer Pigmentepithelabhebung. Und er hat bereits Therapien bekommen, intravitreale Anti-VEGF-Therapie. Haben wir eine Farbstoffuntersuchung gemacht. Die öffne ich Ihnen nochmal. Am besten, ich gehe direkt in die Spätphase, um Ihnen zu demonstrieren, dass dieser Patient keine Leckage aufweist. Ganz interessant für uns, hatten wir so auch noch nicht erwartet oder noch nicht zu dem Zeitpunkt gesehen. Kam uns auch etwas Spanisch vor auf gut Deutsch. Aber sehr interessant. Wir haben an diesem Termin beschlossen, den Patienten erst einmal zu kontrollieren. Wir hatten jetzt zwar eine subretinale Flüssigkeitsanlagung, aber in der Angiografie konnten wir aufschließen, dass diese eben durch eine Gefäßneubildung bedingt war. Wir haben jetzt hier simultan einmal links im Bild die Fluoreszenangiografie und dann rechts im Bild die ICG-Untersuchung. Eine richtige Leckage haben wir nicht. Ich hatte schon gesagt, wir haben den Patienten dann nochmal beobachtet. Wir haben mit ihm ausführlich gesprochen und gesagt, wir würden jetzt erstmal von weiterer Therapie absehen, uns den Verlauf auch nochmal angucken. Und wir haben ihn dann 4 Wochen später nochmal gesehen. Und letztlich kann ich vorwegnehmen, war es das dann doch nicht so ganz geheuer, weil der Patient eine Zunahme der subretinalen Flüssigkeit gezeigt hat. Und da waren wir doch etwas verdutzt und dachten, das kann doch eigentlich nicht sein. Zunahme an subretinaler Flüssigkeit, Zunahme an Netzhautdicke. Wir behandeln. Wir haben es mit dem Patienten natürlich versprochen. Er fühlte sich auch sicherer, dass wir behandeln. Es ist jetzt hier in der Tat deutlich mehr Flüssigkeit als noch 4 Wochen vorher. Wir haben mehrfach 5-mal hintereinander an intravitreal behandelt, haben darunter aber gerade mal subtile Änderungen der Flüssigkeit gesehen, der Patient hat gar nichts funktionell bemerkt, also er ist von der Sehleistung her gleich geblieben, sodass wir dann mit ihm gesprochen haben, wir kontrollieren es erstmal weiter, wenn wir keinen Nutzen sehen und auch in der Tat in der Angiografie auch keine eindeutige Leckage zu sehen bekommen. Dann haben wir überlegt, dass wir es weiter beobachten und ich gehe noch einmal zu einer der jüngeren Visiten hin. Ich hatte eben angesprochen, große Pigmentepithelabhebung. Hier würden wir erwarten, dass sich Atrophien entwickelt. Und in der Tat muss man ganz klar sagen, ist es bei diesen Patienten auch so gekommen. Dass dieser Patient plötzlich von einer Visite auf die andere, es waren letztlich nachher 3 Monatsintervalle, die wir dann gesehen, auch gesehen haben, dass dieser Patient eine zentrale Atrophie entwickelt hat, nachdem plötzlich dieses subretinale Material und die große drusenoide Pigmentbildung zugrunde gegangen ist und der Patient letztlich hier noch mit einem Visus von immerhin 0,1 noch in regelmäßigen Abständen aufsucht. Genau, gehe ich noch einmal hier auf die geografische Atrophie ein. Letztlich ist das, was ich anfangs angedeutet habe, natürlich Verlauf, den wir erwarten würden. Und eben, dass es zentral im Bereich der Fovea ist, dass hier eine Pigmentepithelabhebung zugrunde geht und sich eine äußere Netzhautatrophie entwickelt. Genau, sind an dieser Stelle zu diesem Patienten Fragen? Sonst würden wir einmal, würde ich bitten, mir einmal die Folien zu zeigen, wenn wir keine konkrete Frage jetzt haben. Noch
keine Fragen. Letzte Chance für Sie, Ihre Fragen loszuwerden, bevor es auch gleich zum Quiz geht. Aber jetzt vielleicht noch ganz kurz die Folien. Genau, gehen wir einmal kurz noch abschließend auf die Folien von diesem Fall 6. Es ist ja gesagt, dass das momentan so wieder eine Flüssigkeit im Bereich der AMD, die wissenschaftlich ganz interessant ist. Und da gehe ich einmal jetzt eben auf die Folie. Genau, es ist eben so, dass es subkutane Flüssigkeit gibt, die auch ohne Exudation aufweisen. Und wir konnten hier, waren dankbar, dass wir angefragt wurden von internationalen Kollegen, die eine Zusammenstellung, weil sie eben genau dieses Phänomen sich genauer angucken wollten. Wir durften hier eben auch diesen Patienten nach dessen Einwilligung natürlich beitragen. Hat sich eben ein Kollege mal die Mühe gemacht und hat internationale Fälle, hat Zentren angeschrieben, Fälle gesammelt und sich das mal ganz genau angeguckt. Wie ist das denn mit Patienten, wo wir subretinale Flüssigkeit haben, aber eben ohne nachweislich in der Angiografie, ohne Exudat oder ohne Membran, dass dies eben nicht durch Exudationen sind. Und es gab einige Muster. Die haben sich das mal phänotypisch angeguckt. Wie konnte es unterschieden werden? Und konnten unterschiedliche Muster auftreten. Ganz links hier im Bild einerseits die Flüssigkeit auf dem Berg einer Pigmentepithelabhebung, aber eben auch am Rand zwischen großen Drusen. Das hatten wir auch bereits bei den vorherigen Fällen gesehen. Oder auch ganz diskret, dass wir hier von einem Spalt auf einer flachen PID sehen. Letztlich, wir wissen nicht, warum die Flüssigkeit da ist. Man nimmt an, dass es einerseits eben auch eine anatomische Bedingung ist, wenn die Netzhaut, wenn sich große Drusen entwickeln, die sehr nah beieinander sind und sich teilweise Pigmentepithelabhebungen entwickeln, die irgendwie 90 Grad nach oben gehen, dass die äußere Netzhaut es einfach nicht schafft, sich so anzumodulieren, dass da kein Spalt entsteht, sodass es letztlich ein anatomiebedingter Spalt ist. Flüssigkeit unterhalb der Netzhaut kann aber eben auch Ausdruck von Pumpversagen des retinalen Pigmentepithels sein. Das retinale Pigmentepithel trägt ja zur Myostase der äußeren Netzhaut bei und eben auch zum Flüssigkeitshaushalt und hat eben eine aktive Funktion, subretinale Flüssigkeit abzupumpen. Und somit ist es eben auch ein Zeichen von Degeneration. Also mein Appell, gucken Sie genau hin, machen Sie eine Fluoreszenangiografie. Nicht jede subretinale Flüssigkeit ist auf dem Boden einer Neovaskulation zu deuten, sondern es kann eben auch Ausdruck von Degeneration sein, von Anatomie. Und es lohnt sich eben, Patienten mit ihm das zu besprechen, gerne zu beobachten, Patienten zum Selbstmonitoring anzuleiten. Und damit komme ich zum Ende meiner Vorstellung. Ich bin offen und freue mich über Fragen. Man kann es ganz gut zusammenfassen unter dem Motto, OCT ist nicht alles. Gerade in der initialen Behandlungsentscheidung ist es doch sehr wichtig, dort auch weitere Bildgebungen zu betreiben, wie Sie es jetzt anhand der Fluoreszenzangiografie gezeigt haben. Wie ist da der Stellenwert der OCT-Angiografie, um dort vielleicht auch Entscheidungen treffen zu können, wenn man keine RAG-Möglichkeit hat? Genau. Nee, ich denke, auf jeden Fall hat die OCT-Angiografie zunehmend an Bedeutung hier gewonnen. Noch häufig sind es ja ganz diskrete Veränderungen, wo man überlegt, soll ich jetzt den Patienten eine invasive Untersuchung angedeihen lassen? Jede invasive Untersuchung, auch wenn die Risiken sehr gering sind oder das Risiko kann aber mit Nebenwirkungen einhergehen. Und gerade auch hier, wenn Sie noch das Bild sehen, rechts im Bild, wo so ganz diskrete Veränderungen sind, ist es wirklich so, dass wir den Patienten, gut, wir haben es jetzt auch hier in der Klinik eben zur Verfügung, zur OCT-Angiografie schicken, eher bevor wir eine Farbstoffuntersuchung machen. Ja, also das gerade bei diskreten Veränderungen, wo man nicht ganz sicher ist, ist das was, ist das nicht, lieber einmal, wer die Option hat, OCT-Angiografie angucken, ist da ein Netzwerk zu sehen unterhalb des Pigmentepithels. Es lohnt sich dann, engmaschiger zu können, hat einen großen Stellenwert, also zunehmend großen Stellenwert, ja. Ganz genau, aber nichtsdestotrotz ist es ja vorgeschrieben, gerade bei der initialen Behandlung, intravitrealen Behandlung, dass man eine Fluoreszenzangiografie durchführt. Korrekt. Aber ich denke, die OCT-Angiografie wird dort an Bedeutung gewinnen in Zukunft. Noch einmal vielen, vielen Dank, Frau Dr. Thiele, es hat sehr viel Spaß gemacht. Ich danke Ihnen, mir auch. Und bleiben Sie gesund, alle Mann zusammen. Wir sehen uns beim nächsten Mal bei unserer nächsten Sprechstunde. Wiedersehen.